Wow! Ich meine, habt ihr das gesehen? Es war Jesus! Er war verstanden! Für mich und für dich! Für uns alle! Er hat den Tod besiegt! Für mich? Aber was heißt das eigentlich genau? Er hat den Tod besiegt. Für mich? Er hat es dem Teufel so richtig gegeben. Und naja, er kann uns ja jetzt auch nichts mehr anhaben, richtig? In uns lebt der Geist Gottes, der uns die Autorität gibt, uns gegen all das Böse zu stellen und es zu besiegen, weil Gott in uns lebt. Aber warum glauben wir so oft nicht daran? Warum sind wir so oft nicht davon überzeugt und denken, dass wir es nicht wert waren? Gott sagt in seinem Wort, dass wir sein Werk sind. Wir waren es wert, dass er den Kampf mit dem Tod auf sich genommen hat und ihn besiegt hat. All diese Schmerzen, wir waren es wert. In Epheser 2, Vers 10 steht, dass Gott etwas aus uns gemacht hat. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Und damit erfüllen wir alles, was er im Voraus für uns vorbereitet hat. Und ich meine, genau das ist es doch. Er hat alles im Voraus für uns vorbereitet. Wir sind neu geschaffen, unsere Sünde ist von uns genommen und wir haben die allerbesten Voraussetzungen dafür, gut zu sein. Jesus hat uns diese Voraussetzungen gegeben, indem er gestorben und auferstanden ist. Also, wer sind wir, dass wir diese Chance nicht wahrnehmen? Ich möchte wirklich ein Nachfolger Jesu sein. Ihm immer ähnlicher werden. Ich möchte ihm einfach aus Dankbarkeit was zurückgeben für das, was er für mich getan hat. Und deswegen bete ich wirklich jeden Tag: Gott, bitte mach mich zu deinem Meisterstück. Ich möchte alles dafür tun, was es dazu benötigt. Amen. Hallo Maria. Wer bist du? Ich bin Gott. Nein, du bist nicht Gott. Doch, ich bin Gott. Du hast gebetet und hier bin ich. So funktioniert das. 'Cause that's how I roll. Okay, also, wenn du Gott bist, dann lass es hier drin schneien. Wieso sollte ich das tun? Das wäre totaler Quatsch. Ha, siehst du? Du bist nicht Gott. Wie kommst du jetzt darauf? Gott würde niemals Quatsch sagen. Doch, das tue ich. Das tue ich. Okay. Also, wenn du Gott bist, dann sag mir, was in Klagelieder 15, Vers 9 steht. Die Klagelieder sind ein relativ kurzes Buch. Es besteht lediglich aus 5 Kapiteln. Warum ist es so kurz? Ich hatte keine Lust mehr zu klagen. Einleuchtend, ja. Gut, aber wenn du Gott bist, dann sag mir, wer dieses Jahr die Champions League gewinnen wird. Ich interessiere mich nicht so sehr für Fußball. Wieso interessierst du dich so sehr für Fußball? Du bist Gott. Okay, wie kommst du jetzt darauf? Du hast meine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Ja, das tue ich. Oder etwa nicht. Ja, ich hab's schon wieder getan. Okay, stell dich hin. Wir wollen anfangen. Okay, gut. Moment, was ist das? Das? Das sind die Werkzeuge, die ich benutzen möchte, um dich zu meinem originalen Meisterwerk zu tun. Gut. Okay. Aber Gott? Ja? Ich dachte, du wärst Zimmermann. Das war mein Sohn. Ach ja, richtig. Aber warte noch kurz. Was hat das mit Hammer und Meißel zu tun? Damit werde ich alle unschönen Dinge aus deinem Leben nehmen, die nicht von mir sind. Okay. Apropos unschön, wo wir schon mal dabei sind. Könntest du vielleicht hier so ein bisschen und
hier. Ich habe da so ein paar Problemzonen an meinem Körper. Und Schönheits-OPs kann ich mir nicht leisten und unter das Messer möchte ich mich auch nicht legen. Ich kann kein Blut sehen. Und deswegen bleibt mir nur der Sport übrig. Und ich war im Fitnessstudio, ich war laufen und ich hasse es wirklich, laufen zu gehen. Und meine Freunde haben gesagt, ich soll es mit Pilates, Yoga oder Weight Watchers probieren. Und es funktioniert einfach alles nicht. Okay, Marie, ganz kurz. Willst du reden oder soll ich meißeln? Reden oder meißeln? Reden okay, oder? Okay, meißeln. Cool. Die meisten meiner Kinder wollen eigentlich nur reden. Ich nicht, also fang an zu meißeln. Wut. Ich habe Emotionen geschaffen, ja. Aber du setzt sie falsch ein. Du vergleichst dich mit anderen, anstatt mit mir. Du machst andere Dinge in deinem Leben zum Gott, außer mir. Du hast ein Problem mit Lust. Moment, Time out. Ich habe kein Problem mit Lust. Du hast kein Problem mit Lust? Nein, ich kann tun und lassen, wann und wie ich es will. Na gut. Aber Gott, ja? Können wir vielleicht eine kleine Pause einlegen? Also ich finde, ich mache das bis jetzt schon wirklich, wirklich gut. Stimmt, Maria, du machst es gut. Wenn du da vorne in den Spiegel schaust, eine Frage, wenn du da vorne in den Spiegel schaust, was siehst du? Ich sehe mich. Da muss ich wohl noch eine Weile an dir arbeiten, bis du und auch alle anderen meinen Sohn in dir sehen können. Versteh das jetzt bitte nicht falsch, aber wäre es nicht mega komisch, wenn ich mehr aussehen würde wie dein Sohn? Also erstens mal bin ich eine Frau und zweitens würden sich die anderen in meiner Gegenwart hundertprozentig unwohl fühlen. Und ich glaube, sogar meine Freunde in der Gemeinde würden sagen, oh, seht her, sie ist viel heiliger als wir. Das, was du jetzt gerade tust, ist, du spielst Gott in deinem Leben, anstatt mich, den einzig wahren Gott, in dein Leben zu lassen. Das habe ich nicht gesagt. Das ist aber, was du gemeint hast. Ja, stimmt. Gott, irgendwie finde ich es schwierig, mit dir zu reden. Ich meine, du weißt sowieso alles, was ich denke. Naja, ich denke einfach, wir können vielleicht wirklich eine kleine Pause einlegen, weil du hast deinen Job bis jetzt wirklich schon gut gemacht. Aber ich verspreche auch, ich bleibe genau hier stehen und rühre mich nicht von der Stelle und dann kannst du gleich genau da weitermachen, wo wir jetzt aufhören, okay? Da weitermachen, wo wir jetzt aufhören? Stehen bleiben? Maria, so funktioniert es nicht. Hör mir genau zu. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst auf mich zu, du näherst dich mir oder du entfernst dich von mir. Aber du bleibst niemals einfach nur stehen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und das, was du gerade versuchst zu haben in deinem Leben, ist Kontrolle. Aber solange du in deinem Leben unter Kontrolle bist, kann ich nicht an dir arbeiten. Also, ich frage dich nochmal. Willst du die Kontrolle haben oder soll ich meißeln? Kontrolle oder meißeln? Okay. Ja, meißeln. Okay. Aber kannst du vielleicht da meißeln, wo ich es möchte? Das nennt sich Kontrolle. Das ist etwas, woran du schon sehr, sehr lange festgehalten hast. Ja, so etwas wie eine geheime Sünde. Ah! Und es tut richtig weh. Glaub mir, Maria, mich schmerzt es mehr als dich. Ich fühle mit dir. Und das, was du empfindest, ich empfinde es auch. Stimmt. Okay. Ich werde immer bei dir sein, aber ich will die unschönen Dinge aus deinem Leben nehmen. Oh, ich glaube, du verstehst diesen Schmerz einfach nicht. Erzähl du mir bitte nichts von Schmerz. Ich habe meinen einzigen geliebten Sohn auf diese Erde gesandt, damit du und auch alle anderen in Freiheit leben können. Ich weiß alles über Schmerzen. Weißt du, was Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, dieselbe Sache immer und immer wieder zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Da gibt es diese Dinge in deinem Leben, die machst du schon seit Jahren, immer und immer wieder. Aber diese Dinge, die können dir rein gar nichts geben. Und du rennst weiter zu diesen Dingen hin, anstatt zu mir zu kommen. Maria, lass mich dir diese Dinge aus deinem Leben nehmen.
Aber ich denke nur... Das sind nicht meine Gedanken. Aber vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Das ist nicht mein Weg. Oh, ich denke einfach, ich kann nicht gut sein. Nicht gut? Mein geliebtes Kind, am Anfang habe ich Himmel und Erde geschaffen, sah es an und sah, dass es gut war. Dann habe ich dich geschaffen. Ich sah dich an und ich sah, dass es sehr gut war. So habe ich dich geschaffen. Was ist los? Nichts. Na komm, sag schon. Nein. Nein, du würdest es nicht verstehen. Ich, Gott, Herr über alles, würde es nicht verstehen, was eines meiner geliebten Kinder zu mir zu sagen hat. Gib mir eine Chance. Probier's. Es ist nur... Ich hab dich so oft hängen lassen. Hängen lassen? Du hast mich nie hochgehalten. Maria, in unserer Beziehung halte ich dich in meiner siegreichen und gerechten Hand. Ich halte dich. Vergiss das nicht. Okay. Meißel weiter. Aber bereite dich darauf vor, was du finden wirst. Weißt du, jeden Morgen, wenn ich in diesen Spiegel schaue, sehe ich dieses kleine, verängstigte Mädchen, das Tag um Tag versucht, erwachsen zu sein und sich erwachsen zu kleiden und zu verhalten, aber sie schafft es nie. Also bereite dich darauf vor, was du finden wirst. Du hast schon viel zu lange und viel zu viel auf die falschen Stimmen in deinem Leben gehört. Du denkst, du wärst es nicht wert. Du denkst, du wärst Müll, du wärst Abfall. Hör mir zu, Maria, ich mache keinen Abfall. Ganz nebenbei, was würde das über mich sagen? Ich mache keinen Abfall. Wie kann ich dir zeigen, dass meine Liebe zu dir ohne Grenzen ist? Ich weiß, greif in deine hintere Hosentasche. Was? Greif in deine hintere Hosentasche. Wieso? Diskutierst du jetzt mit mir? Greif in deine hintere Hosentasche. Gott. Ja? So habe ich das nicht gemeint. Das war einfach nur so dahingesagt. Du hast meinen Namen also einfach nur so dahingesagt? Ja, das ist so ein Ausspruch. Man sagt das einfach nur so. Es ist mehr als nur ein Name. Es ist mehr als nur eine Redensart. Es ist mehr als nur ein Ausspruch. Es ist mehr als nur eine schlechte Angewohnheit. Es ist der Name über alle Namen. Maria, ich möchte dir etwas über meinen Namen beibringen. Greif in deine hintere Hosentasche. Weißt du, was das ist? Das ist eine Seite aus meinem alten Tagebuch von damals. Wo hast du die denn her? Hallo. Ja, stimmt. Lies vor. Ich liebe Tommy. Andere Seite, bitte. Entschuldigung. Aber ich habe ihn geheiratet. Ich war dabei. Stimmt. Okay. Lieber Gott, heute gebe ich dir alles. Ich werde an nichts mehr festhalten. In deinem Wort steht, dass du mich zu deinem Meisterwerk machen willst und mich dazu benutzen willst, große Dinge zu tun. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass alles möglich ist. Aber ich sehne mich danach mit allem, was ich bin. Also... Bitte, tu das, was du tun musst, um mich zu der zu machen, zu der du mich machen möchtest. Ich liebe dich, Gott. Und ich liebe dich auch, Maria. Und ich liebe dich zu sehr, um dich dort zu lassen, wo du jetzt gerade bist. Die Erlösung, die du bereits besitzt, lass das nicht bloßes Kopfwissen sein. Ich möchte, dass du sie, die Erlösung, einsetzt in jedem Bereich deines Lebens. Und dabei vergleich dich nicht mit anderen. Das führt sowieso zu nichts. Du bist mein originales Meisterwerk. Du bist eines meiner geliebten Geschöpfe und ich finde Gefallen an dir. Und das, schau nicht darauf als auf etwas, was dir Schaden zufügt, was dich schmerzt oder was dich aufhält in deinem Sein, denn das tut es nicht. Das, es wird dir guttun.
Ich bin dein Vater und ich will dich erziehen. Und meine Erziehung ist nur gut für dich. Ich liebe dich und genau deshalb mache ich das alles hier. Stimmt wohl. Aber es wird hart. Absolut, ja, es wird hart, es wird tough. Aber Maria, es ist eine Lüge zu glauben, dass, indem man Ja zu mir sagt, dass alles einfacher wird. Denn so funktioniert es nicht. Aber ich werde immer bei dir sein. Ich möchte, dass du etwas tust. Ich möchte, dass du da vorne in den Spiegel schaust und sagst, Maria ist Gottes originales Meisterwerk. Okay. Maria ist Gottes originales Meisterwerk. Okay, Maria, bitte nicht auf die Art und Weise, wie du dich siehst, sondern wie ich dich sehe. Maria ist Gottes originales Meisterwerk. Ja, das bist du. Ja, das bist du. Und du bist es auch. Gott macht keine halben Sachen. Du bist sein Meisterwerk. Er bereut es nicht, dass er all diese Strapazen und Schmerzen auf sich genommen hat. Für dich. Er liebt dich.